Herzlich willkommen heute zum Thema, wie bewirbst du dich als Startup beim Centurio Club? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Mitglied im Centurio Club und leite den Bereich des Investmentsbereichs, also dort, wo du als Startup-Unternehmer pitchen kannst, um Investoren zu finden, um Experten zu finden und vielleicht auch weitere Teammitglieder. Es gibt viele Möglichkeiten der Finanzierung deiner Geschäftsidee, öffentliche Fördermittel, deine Eigenmittel und natürlich auch Fremdkapital, beziehungsweise das private Fremdkapital von Investoren. Und da wir beim Centurio Club eine ganze Reihe von Mitgliedern haben, die auf der Suche sind nach interessanten, nach lukrativen, strategisch aber vielleicht auch sinnvollen Beteiligungen, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, viermal im Jahr eine Pitchrunde anzubieten. Meine Aufgabe wird es nun sein, wie du dich bei der Centurio Arena bewerben kannst, worauf du achten solltest, was die Fristen sind und wer sich alles bewerben kann. Was genau ist nun die Centurio Arena? Nun, dort gibt es insgesamt drei Arten von Menschen, die anwesend sein werden. Das erste ist, es sind mindestens 10 bis 12 Experten vor Ort, Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmensberater, Marketingspezialisten, Unternehmer und auch schon erfolgreiche Start-up-Unternehmer, die als Juroren deine Geschäftsidee bewerten, Rückfragen dann natürlich auch stellen, die zum Abschluss ein paar Tipps und auch ein paar Hilfestellungen geben und dann auswählen aus den 7 Bewerbungen, die wir am Abend haben, wer das beste Startup-Unternehmen ist und den Preis dann auch gewinnen kann. Und der Preis ist nun eine Beteiligungsmöglichkeit von den Mitgliedern des Centurio Clubs und den Investoren, die damit verbunden sind. Die zweite Gruppe, die vorhanden ist, das sind natürlich die Investoren, die dann extra an dem Tag angereist kommen, um sich deine Geschäftsidee, dein Modell und dich als Person oder dein Team auch kennenzulernen. Es gibt also dann den direkten Kontakt auch zu Investoren, vielleicht an dem Abend schon für dich. Und die dritte Gruppe, die vorhanden ist, das sind natürlich die Mitglieder des Centurio Clubs. Das sind alles Unternehmer, Selbstständige, Privatiers, Menschen, die gesagt haben, ich will selbst die Versorgung, die finanzielle Versorgung meiner Zukunft in die Hand nehmen, die passives Einkommen bereits aufgebaut haben oder aufbauen wollen, nicht nur durch Immobilien, durch Aktien, sondern auch durch Beteiligung an lukrativen Unternehmen. Nun, wann kannst du dich bewerben? Die Finanzierungsrunden, die Pitch-Abende, die finden in der Regel 4-mal im Jahr statt. Im März, im Juni, im September und dann nochmal Ende November oder Dezember, also immer zum Ende des Quartals. Und in der Regel ist es so, dass du bis zum Ende des zweiten Monats im Quartal, also beispielsweise, wenn im März die Pitchrunde ist, dass du dich bis Ende Februar beworben haben musst. Und dann wird aus all den Bewerbungen, wenn 10, 20, 30 eingehen, wenn insgesamt 7 Kandidaten herausgewählt, eingeladen, um dann an dem entsprechenden Pitchabend dann auch ihr Pitchdeck, sich selbst die Idee und die Gelegenheit dann auch vorzustellen. Alle anderen, die wir da ablehnen, die wir nicht einladen können, nun, die kriegen eine kurze Rückmeldung, was sie vielleicht verbessern können, damit sie beim nächsten Mal dabei sind. Wo findet das statt? Nun, die Centurio Arena findet in Berlin statt, einfach aus 2 Gründen. Erstens hat der Centurio Club dort seinen Sitz und viele Experten und auch Investoren, die sitzen dort, haben dort ihren Betriebssitz und Wohnsitz. Und der zweite Grund ist nun, wir glauben, dass Berlin die Start-up-Stadt London, die bisher in Europa die Nummer 1 war, ablösen wird. Wir glauben, dass das Zentrum in Europa für junge Unternehmer oder für junge Unternehmen in Form von Startups oder klassischen Gründungen Berlin sein wird. Und deshalb haben wir hier in Berlin auch die Centurio Arena ins Leben gerufen und fördern so aktiv das Gründungsgeschehen. Nun, wie kannst du dich bewerben? Du findest auf unserer Webseite centurio-club.com findest du einen Button, ein Menü, wo du dann draufklicken kannst, Startup Bewerbung. Und dort findest du ein Formularfeld, wo du deine Kontaktdaten einträgst, wo du ein bisschen was zu deiner Idee einträgst. Und vielleicht hast du noch was noch zum Hochladen von Dokumenten, die dort gefragt sind. Dein Pitchdeck beispielsweise, Kapitalbedarf müsste dann darauf enthalten sein. Und vielleicht hast du schon ein Video fertig. Das kannst du hochladen, musst aber nicht. Und das alles wird dann mit Senden direkt zur Jury geschickt. Und die wählen dann aus und benachrichtigen dich und laden dich dann ein zum nächsten Centurio Arena-Treffen. Nun, wer kann sich nun bewerben bei uns?
erstens alle, die geschäftsfähig sind und zweitens, die eine Geschäftsidee haben. Und die Geschäftsidee wiederum, die sollte skalierbar sein, also international ausrollbar sein. Ein großer Markt da sein, wo ein Investor sagt, wenn ich da Zeit und Geld reingebe und Know-how, dann lohnt sich das auch. Dann kann ich aus 100.000, 200.000 oder 500.000 machen. Und deine Geschäftsidee sollte bestenfalls schon Proof of Concept überstanden haben. Das bedeutet, dass du sichergestellt hast, überprüft hast, dass dein Produkt, deine Dienstleistung nicht nur dir gefällt, sondern auch da draußen, dem Kunden, dem Markt, die Leute, die dich dann schließlich auch bezahlen. Nur wenn du alles zusammen hast, dann lad alle Unterlagen hier hoch, bewirb dich zur nächsten Runde der Centurio Arena. Und wenn ich dir noch einen Tipp geben darf, dann findest du ganz unten hier noch einen Link. Ein Link, wie du dein Pitch Deck aufbaust. Ein Link, wie du dein Pitch Deck trainierst und auch performst, sodass du die Investoren und die Juroren dort vor Ort auch überzeugst. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bewirb dich jetzt gleich für die nächste Runde. Und vielleicht kannst du in diesem Jahr schon dein Unternehmen so starten, wie du es wünschst. Dein Daniel Schäfer.